Meine Talon kommt zurück zu No Man's Sky. Wie man sieht, ich muss noch eine Schaltplatte bauen. Wir gucken mal gerade nach. Wir können den Hitzekondensator, glaube ich, bauen jetzt, ne? Was brauchen wir denn dafür? Frostkristall und Solanium haben wir natürlich gerade nicht da. Mist. 100 Frostkristall und 200 Solanium haben wir beides, nicht hier. Ja, da muss ich noch mal was besorgen. Das wird eine Weile dauern, bis das da oben angepflanzt ist, beziehungsweise bis das wächst. Das müssten wir dann doch holen. Solanium wäre, glaube ich, nicht so schwer. Frostkristall muss ich noch mal gucken. Dann können wir das noch nicht bauen. Hm, ich will mir gerade hier ein paar Pilze suchen. Haben wir denn Pilze hier in der Nähe? Der Pilze sei schon Kakteen da hinten. Okay. Ich muss nur aufpassen, dass ich mich nicht kaputt mache hier wieder. Während ich hier laufe. Das wäre nämlich super optimal. Wo waren sie denn jetzt? Da sind sie. Okay. Muss ich mich mal gerade wieder ein bisschen hochheilen hier. Nehmen wir die mal mit. Ich glaube, ernten konnten wir die, glaube ich, ohne dass es Ärger gibt, ne? Hoffe ich zumindest. Kaktusfleisch nehme ich gerade mit. Wir brauchen das eh. Dann müssen wir noch auf den Pilzplaneten gehen. Ich habe natürlich die passenden Upgrades gerade nicht in der Tasche. Haben wir alles geerntet? Ne, da ist noch einer. Okay, die haben wir geerntet. Nice. Das reicht, glaube ich, oder? Wie viel habe ich jetzt in der Tasche? Mal gucken. Ja, das ist mehr als genug. Über 500. Das reicht. Okay, dann gucken wir nochmal einen verstrahlten Planeten nach. Da können wir Gamma-Wurst gleich noch holen. Und, huch, das war nix. Das war wohl nix. Ja, Pilzgeflecht müssen wir besorgen, wenn wir da weiterkommen. Ich würde gerne die Farmer, der Farmer halt noch ein bisschen weiter prügeln. Das Gute ist, wir kriegen nämlich die Baupläne dafür noch. Das wäre cool, wenn so ein Schiff hier noch landen könnte. Hier. Ja, muss ich jetzt hier über jeden Stein hier fliegen. Guck mal, wie langsam der ist. Das sieht schon nice aus irgendwie, ne? Wenn wir wirklich in dieses Zeitalter kommen, dass wir sowas mal fliegen dürfen. Wäre das schon krass, aber ich habe die Befürchtung, die Menschheit, das sieht nicht so gut aus. Oder wenn wir es wirklich bis dahin schaffen und den Mars tatsächlich besiedeln, habe ich die Befürchtung, ja, dann kriegt sich die Menschheit auch wieder in die Haare, weil wir haben ja sonst nichts zu tun. Wir müssen ja uns immer in die Haare kriegen. Heilwächter in der Nähe, ich nehme gerade noch mal mit. Ich versuche das immer mitzunehmen, wenn ich kann gerade. Weil es sind nur 5 Adern, das ist jetzt nicht viel leider. Normalerweise hatte ich mal so 13. 9 oder 13, das ist schon um einiges besser. Weil dann kriegst du wenigstens was zusammen. Aber wenn ich das jetzt mal ein paar Mal zwischendurch abfahre, dann kriege ich ja auch, der Behälter ist ja schon ziemlich voll wieder. Also ich muss jetzt demnächst mal wieder ein bisschen was auslagern. Kaktusfleisch packe ich erstmal weg, kommt hier hin. Das schon im Raumschiff drin, das kann das sein. Aber gut, ich glaube, mein Raumschiff ist voll. Jo, das muss hier aber raus. Pack das mal in den Lagerbehälter gerade. Stimmt, das Zeug wollte ich verticken hier eigentlich. Aber ich kann es nur für Verlust verticken. Ich hätte dem Händler das geben können, wo ich die Sachen gekauft habe, ich Vollidiot. Ist egal. Ist egal, ist egal. Wir gucken mal. Können wir noch eine andere Raumstation anfliegen vielleicht hier? Geht das? Können wir. Wo haben wir denn noch eine? Beängstigend. Versand. Gehen wir da mal hin. Dann brauchen wir da nicht hinfliegen. Wir zappen da mal hin. Und dann können wir auch gleich gucken, ob wir noch Gamma-Wurz und ja, Frostfusselanium bräuchten wir nochmal. Müsste ich nochmal abholen, ne? Das heißt, im Grunde genommen bin ich wieder im Auftrag des Farmers unterwegs heute. Ich würde das Zeug gerne für einen guten Preis verticken hier. Gibt es da nicht irgendwie eine Möglichkeit, das zu verticken für einen guten Preis? Ich glaube, verkaufen ist wieder nichts wert. Ja, 11%, das ist nicht viel. Minus 10, das Zeug ist nichts wert.
Wir gucken uns mal, wie sieht das mit dem System hier aus? Katalog. Ne, wo waren das jetzt? Die Entdeckungen da. Habe ich alle noch nicht. Wieso habe ich die alle nicht begutacht? Ich bin hier durchgeflogen wahrscheinlich, ne? Kann das sein? Warte mal, dann könnte ich hier, wenn ich hier nur durchgeflogen bin, vielleicht hier noch was abholen. Das wäre ganz nett. Ne, es ist rot. Hier war ich schon. Nein! Bin überlegen, ob ich das Zeug einfach verticke. Ja, auch wenn ich Verlust mache. Das ist aber eigentlich nicht so geil. Moment, hier sind aber Gag. Das haben wir alles wie Kien. Handelfreund. Ja, Handelfreund bin ich. Aber das Zeug ist nichts wert, ne? Ne. Lass was komm, ich verkauf's. Jetzt hab keine Lust, das Zeug mit mir rumzuschleppen. Weg damit. Ist egal. Was Tolles? Nicht wirklich. Habt ihr vielleicht anderes Zeug noch dabei? Was ich gebrauchen kann, damit ich nicht farmen gehen muss. Ich muss unbedingt mal wieder Frachter plündern gehen, fürchte ich. Tritium nehme ich mit. Der Rest ist uninteressant. Bei dir gucke ich noch kurz rein. Wenn nicht, dann muss ich gehen. Gagfreund. Ja, ich bin ein Gagfreund. Bin ein Freund aller Völker. Aber du hast da nichts Tolles dabei. Okay, hier ist noch einer. Dann gucken wir da auch nochmal rein. Der hat ziemlich große Frachträume. Der muss doch was dabei haben, was ich gebrauchen kann, mein Freund, oder? Armer Freund. Ja, ich bin ein armer Freund, weil du hast leider nicht das gebraucht. Mach's gut. Na gut. Okay, weiter geht's. Lass die hier mal fliegen. Ich will mal gucken, was wir hier gerade so finden können. Gamma-Wurz haben wir hier schon mal. Okay, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Wo ist der andere Planet da? Das finde ich auch cool mit den Ringen. Das ist ja schon interessant hier irgendwie so zu wohnen. Noch mehr Gamma-Wurz? Okay. Das sieht auch ziemlich nice aus hier mit dem kleinen Mond. Kaktusfleisch haben wir schon. Pilzschimmel, da müssen wir auch hin. Solanium, das ist schon mal gar nicht schlecht. Wir bräuchten nur noch einen Planeten mit Frostwurz, dann wäre es perfekt. Gamma-Wurz, wir gehen mal da kurz hin. Wir haben ja das Schild zum Glück da. Da holen wir uns gerade was davon. So, wo haben wir das Zeug denn? Da ist es schon. Dann landen wir kurz hier. Ich hoffe nur, wir haben keine bösen Tiere hier. Ich muss es ein bisschen beeilen. Wir haben nämlich keinen Schutz. Noch einer? Das Zeug weg. Ich hoffe, eine Ladung reicht hier. Oh gut, der steckt hier sogar drinne. Bin nur kurz hier, um was mitzunehmen, dann bin ich schon weg. Was ist das denn hier? Okay, ich glaube, wir können gehen. Okay. Wie viel habe ich? 221 sollte reichen. Okay, Abgang. Dann auf dem Pilzplaneten. Also hier haben wir doch das Schild noch gehabt. Dem anderen haben wir das Schild nicht. Welcher war denn das jetzt hier? Pilzschimmel, genau, da müssen wir hin. Ist auf jeden Fall gut besucht hier. Wir haben viele Raumschiffe hier. Den ignoriere ich gerade, den Frachter, ist mir gerade egal.
So, denn ich bin gerade auf einer Mission unterwegs. Wir müssen hier noch Sachen sammeln. Okay, wie sieht's hier aus? Hier brennen überall Maschinen, da leuchtet's. Da haben wir was. Perfekt. Gut, dass sie hier leuchten. Ich habe hier nämlich es kaputt gemacht jetzt hier. Pilze. Was will ich jetzt nicht unbedingt im Wohnzimmer haben. Sieht jetzt nicht so toll aus. Ich weiß, ich arbeite dran. So, ich beeile mich so schnell ich kann. Ein bisschen wird es doch dauern. Aber wir können hier gleich wieder abhauen. So, mitnehmen. Ganz schön groß hier, wow. Ich glaube, jetzt habe ich alles. Okay, Abgang. Ah doch, es geht. Also mit dem normalen Schuss geht es auch. Wie viel haben wir mitgenommen? 333 reicht. Abgang. Wobei, wir könnten mal gerade gucken. Hier, Pilzschimmelplanet sind eigentlich dafür bekannt, dass man hier auch merkwürdige Vorkommen finden kann. Interessiert mich gerade. Aber ich glaube, auf die Schnelle fände ich hier sowieso nichts. Wenn ich hier so ein Neuner-Ding finde, dann werde ich hier auf jeden Fall die Nanit-Farm verlegen. Da ist eine Ruine. Ich weiß nicht, ob man die so schnell sehen kann hier, weil ich sehe nur die Steine. Und selbst die sehe ich nicht immer ganz genau, weil das mal nachrendert noch erst hier. Was ein bisschen doof ist, weil eigentlich müsste man eine Grafikkarte ein bisschen mehr vorausschauender arbeiten können. Aber vielleicht geht das auch nicht mit den Einstellungen, die ich hier habe. Ich gucke kurz einen Moment, aber wenn ich hier nichts sehe, dann fliege ich mir weiter. Solanium würde ich gerne noch mitnehmen gerade. Bin noch ein bisschen schnell unterwegs jetzt hier. Drei Sterne sehe ich jetzt auch gerade nicht hier. Sowas wird auch eine ganze Weile dauern, bis man sowas gefunden hat, wenn du Pech hast. Manchmal, du landest einfach nur und hast gleich schon. Manchmal aber auch nicht. Nichts zu sehen, ne? Maschinen. Eine Menge Wasser ist hier auf jeden Fall. Ich gehe da vorne noch den einen Bergkamm hier noch ab und dann ist gut. Guck mal, hier gibt es Doppelpilz. Da und da oben und da unten runter. Auch nicht schlecht. Normal ist es gerne auch hier auf solchen Abhängen. Weil das dann besser runterkullern kann. Aber jetzt glaube ich nichts. Sieht schlecht aus. Ich sehe nichts. Was zu finden? Nee, nichts zu finden. Okay, komm, wir machen Abgang. Ich will jetzt hier eine Stunde lang suchen. Wir gehen kurz noch das Solanium holen. Da müssen wir noch Frostwurz haben. Dann können wir uns den Hitzekondensat auch schon bauen eigentlich. Der hatte... Was hatte der denn jetzt? Weiß ich gar nicht mehr. Die hatten wir abgeklappert. Kaktusfleisch, Pyrit. Gammawurz hatten wir uns geholt. Natrium wäre eigentlich nochmal ganz nett. Gammawurz ist beides das gleiche. Pilzschimmel hatten wir uns geholt. Dahinter ist noch einer gewesen. Du hast Solanium. Okay, dann gehen wir dahin.
Oh, da sind verdorbene Wächter drauf. Verdorbene Wächter sind hier. Dann könnten wir hier vielleicht sogar noch ein paar Sachen finden, wa? Von den, von dem neuen Update, von dem letzten, ne? Ignorieren. Das sehe ich jetzt gerade nicht. Solange er nicht auf dem Planeten landet, ist mir das egal. Da ist wieder alles lila. Hier ist Solanium? Da ist Solanium. Kann ich hier irgendwo landen? Okay. Und laufen und laufen und laufen. Wir brauchen 200 Solanium. Aus dem Atlas gesplittert. Aus dem Atlas gesplittert. Okay, weiß Bescheid. Kann ich das Zeug noch abbauen eigentlich, ne? Hier ist nämlich überall das lilane Zeug. Kein Tiberium, aber etwas ähnliches. Das ist ganz schön viel übereinander, guck mal hier. Nice. Dann sollte ich ja genug zusammenkriegen, wa? Überlegen, ob ich davon noch ein bisschen was mitnehme von dem Zeug. Komm mal mit hier. Das noch. Das noch, das noch, das noch. Moment, da leuchtet noch was hier. Hier leuchtet noch was. Habe ich jetzt alles mitgenommen? Ich hoffe es mal. Oh, guck mal, hier hängt noch was. Das nehme ich natürlich mit, wenn das hier gerade so liegt. Nehme ich das gerne mit. Zwei Daten, drei Daten, vier Daten. Wow, nice. Vier Daten ist gar nicht so schlecht. Besser geht's gar nicht. Da und da noch. Atlantidium. Wir könnten einmal gucken, ob wir noch ein paar Läufer finden, oder? Wenn wir gerade hier sind. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht drauf gehe. Weil wir wollen ja nicht drauf gehen, ne? Die sind ein bisschen härter, glaube ich. So, komm, wir gehen mal zurück zum Raumschiff. Wir gucken mal gerade, ob wir einen Läufer finden hier. Ich muss nur überlegen, wie wir das dann machen. Da ist noch eine Rebe, habe ich vergessen. Ist egal. Oh, die hier zu finden ist aber kacke, ne? Oh, hier sind große Splitter, warte mal. Die muss ich noch abbauen. Wenn wir gerade da sind, nehme ich die natürlich noch mit. Ich brauchte nämlich drei davon, ne? Ah, da kriege ich nur, genau, strahlende Splitter brauche ich. Ich glaube, ich kriege strahlende Splitter. Drei. Das ist schon mal gut, weil drei brauche ich normalerweise. Für den Fall der Fälle. Ich räume mir den ganzen Mist ins Raumschiff, damit ich hier ein bisschen Platz kriege. Okay. Gucken wir, ob wir einen Läufer finden. Ich hoffe, der Läufer ist alleine, wenn dann, weil... Was haben wir da? Noch mehr Splitter, aber kein Läufer in der Nähe, echt? Nehmen wir gerade mit die Splitter. Ok,
Okay, so nah wollte ich jetzt auch nicht landen, aber egal. Was wird schon passieren? Hoffentlich mal nichts. So, weiter geht's. Oh, Saft ist alle no. Muss bald wieder Uran nachfüllen. Ich gucke gerade, ob ich hier noch einen finde. Wo ist denn der von den Resonatoren? Da ist noch was. Die ignoriere ich aber gerade mal. Normalerweise müsste ich die mitnehmen. Guck mal, hier sind alles Splitter. Guck mal, da sind Splitter, da sind Splitter. Die Resonatoren, laufen die hier rum? Splitter habe ich gesehen, aber keine Resonatoren jetzt hier auf die Schnelle. Au. Das hat wehgetan. Splitter. Ja komm, wir nehmen die Kristalle. Hier kannst du nicht landen, ne? Hier? Hornkäfer sind hier ansässig. Guck mal, da kannst du echt beschissen landen hier gerade. Das ist ein bisschen doof. Ich wollte eigentlich wieder zurück. Ich wollte jetzt nicht hier irgendwie Dings machen, in der verdorbenen Welt was machen. Wobei, wir könnten uns die verdorbene Welt eigentlich mal speichern, ne? Vielleicht bauen wir uns hier einfach mal eine Basis auf. Das wäre vielleicht eine Idee. Das mit dem Fliegen ist jetzt hier nicht so toll. Mit diesen Gebirgedöns und so, das ist nicht so nice. Ich sehe auch keinen Resonator hier, ne? Gar nichts. Ich glaube, wir könnten dem auch nochmal wieder auf den Grund gehen. Wir bauen mal hier eine Base auf, oder? Hier an der Stelle. Oder haben wir irgendwo Wasser in der Nähe? Warte mal. Wenn wir irgendwo Wasser in der Nähe haben, würde ich mir das nochmal überlegen. Ne, hier ist kein Wasser in der Nähe. Ja, ich weiß, die Bedrohung ist schon seit Ewigkeiten da. Oder können wir uns hier irgendwo auf dem Berg irgendwo was hinbasteln? Hier vielleicht? Ja, hier können wir vielleicht gucken, ob wir hier was machen können. Ich lande mal kurz hier und guck mal gerade, was wir hier so haben. Elektronisch haben wir in der Nähe hier. Da lang. ...180 in die Richtung. Wir haben leider keinen Hotspot für irgendwas anderes in der Nähe, ne? ...180 in die Richtung. Da haben wir zwei Sterne drüben. Okay, komm. Da lang. Echt jetzt? Boah. Willst du dich veräppeln? Holy shit, Alter. Nein! Echt? Ich bin vielleicht nicht dort, wo ich hin wollte, aber ich denke doch, dass ich da bin, wo ich sein muss. Alter! Tja. Das war wohl die Permadeath Edition. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Der hat immer gewarnt und war nix und dann kam er um die Ecke und hat mich einfach weggeballert. Der hat 4 Schüsse gebraucht und hat mir instant alles weggesappt. Ich hatte erst überlegt, ob ich noch in den Boden schnell gehe oder sowas. Alter. Da ist es weg. Wow. Okay, das war... Jetzt haben wir uns langsam was aufgebaut und ja.
Da hat er mich mit seinem Schiff am Weg gepustet. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, ja, gehst du mal kurz gucken. Dass der so nah ist, hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht. Ich hätte gedacht, der fliegt woanders rum, aber der hat im Grunde genommen hat die KI, also der NPC, eigentlich sogar akkurat nach mir gesucht. Der Pirat. Das ist schon ein bisschen heftig. Das ist ein bisschen heftig. Ja, die Frage ist, jetzt mache ich nochmal Permadeath oder. Wir hatten uns gerade ein bisschen was aufgebaut. Jetzt müssen wir wieder ganz bei Null anfangen. Das ist halt Permadeath, ne? Das ist ein bisschen krass. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das wäre der unspektakulärste Tod, den ich hatte. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir irgendwie Wächtersäule noch in Angriff nehmen, aber ja. Das war jetzt unspektakulär. Ich wollte auch mal noch auf das verlassene Schiff gehen eigentlich, weil wir hatten noch ein bisschen Geld, dass wir uns da hätten so eine Fahrkarte, ich meine, also holen können. Dann hätten wir uns da nochmal ein bisschen ausgetobt im Permadeath, aber das war ja wohl auch nichts mehr, ne? Tja, weiß ich nicht, was mache ich denn jetzt? Da war ja nichts mehr. Also wir haben, das Safe ist weg, es ist alles gelöscht. Das war Permadeath. Ich weiß gar nicht, gab es denn noch? Konnten wir uns hier was aussuchen? Warte mal. Ich gucke mal, ein neues Spiel. Expedition? Derzeit keine Expedition da. Tja, was mache ich denn jetzt? Nochmal Permadeath oder mache ich überleben? Also im Grunde genommen, dass es schon ein bisschen schwerer ist, aber man im Grunde genommen nicht drauf geht, damit man noch ein bisschen was schaffen könnte. Das weiß ich jetzt nicht. Ich muss mir was überlegen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass ich dann einfach aus dem Himmel gepustet werde hier. Ich war zu weit vom Schiff weg. Ich hätte zurück zum Schiff gehen müssen. Da hätte ich dann bessere Überlebenschancen gehabt, weil mein Exo-Anzug war darauf nicht vorbereitet. Der hat mich mit einer Salve, hat er mir instant alle Leben weggeprügelt, bis aufs Letzte. Und das Schild war instant kaputt. Und mit der zweiten Salve hat er mich direkt zerfragt. Da hätte ich sofort in den Boden gehen müssen. Aber ich weiß auch nicht, ob mir das den Arsch hätte retten können. Ich glaube nicht. Ich bin mir nicht sicher. Wie kannst du dich gegen sowas schützen? Würde mich mal interessieren. Ich weiß es nicht genau. Ich muss mal gucken. Das war jetzt echt doof. Was mache ich jetzt? Weiß ich noch nicht genau. Das Problem ist, wenn ich euch das gebe hier, müsste ich bis dahin was anderes machen. Dass ich nochmal gucken kann, ob ich dann nochmal Permadeath probieren soll oder, weiß ich nicht, irgendwas anderes ausprobiere. Oder ob ich es damit belassen soll zu No Man's Sky. Ich weiß nicht genau. Vielleicht mache ich auch was anderes. Ich bin mir nicht sicher. Oder, ja, weiß ich nicht, einen anderen Modi vielleicht hier nochmal ausprobieren. Halt, wie gesagt, überleben oder sowas, halt höhere Kosten und so, dass alles ein bisschen anstrengender ist, aber im Grunde genommen nicht so schlimm, weil wenn du drauf gehst, bist du nicht tot. Oder halt nochmal Permadeath halt, ne? Das müsste ich ja nochmal gucken. Ja, ich werde das erstmal so raushauen und werde nochmal eine Episode als Überbrückung machen. Dann könnt ihr nochmal was in die Kommentare schreiben. Wenn ihr dann was in die Kommentare schreibt, würde ich mich freuen, was ihr davon haltet. Und ja, ich überlege mir in der Zwischenzeit mal, was ich machen kann. Dann, wie das aussieht, ob ich nochmal dann was mache. Ich hatte ja eigentlich gedacht, dass wir immer auf vierte Staffel kommen. Ich könnte natürlich die vierte Staffel weiter fortführen, ne? Ich habe ja noch die eine Episode von Staffel 2, wo ich eigentlich in Staffel 4 wollte. Da könnte ich noch mal weitermachen, das wäre noch eine Möglichkeit, aber ich weiß halt nicht mehr genau, was man da machen kann, weil im Grunde genommen haben wir da eigentlich alles. Man könnte sich halt noch mal die neuen Sachen noch mal angucken vom neuen Update. Und ja, weiß ich gar nicht, was man könnte man sonst noch machen? Weil da habe ich halt schon alles, glaube ich. Da habe ich schon eine Flotte zusammengestellt, da habe ich schon mein Frachter habe ich da schon. Ich muss mal schauen. Vielleicht nehme ich die Episode, weil da habe ich ja aufgehört. Da könnte ich nochmal dann sozusagen in Staffel 4 gehen oder so. Aber wenn ich nochmal Permadeath machen würde, dann wäre noch was anderes. Müsste ich mal schauen. Ich weiß es noch nicht genau. Da bin ich noch am Überlegen. Das war jetzt echt unspektakulär. Aber ja, so scheint es wohl zu sein, dass man dann wohl auch unspektakulär abtritt halt. Ich habe mich ja immer ein bisschen zurückgehalten, weil ich genau die Befürchtung hatte, dass sowas passieren würde. Aber gut, jetzt habt ihr das mitgekriegt.
Und ja, weiß ich nicht. Also entweder nochmal von vorne anfangen, bei Lebensmodus hier nochmal in etwas schwieriger, oder ja, ich hätte noch die Fortsetzung von Staffel 2, also im Grunde genommen eigentlich in Staffel 4, was jetzt passen würde dann halt, ne? Muss ich mal schauen. Ich werde nochmal eine Überbrückungsepisode dazwischen hängen, die hänge ich hier mit dran. Dann an die Staffel noch, als Boni-Episode. Und dann weiß ich auch nicht. Muss ich mal schauen. Oder wir fangen was anderes an. Ich habe noch. Ja, ich bin überlegen, ob ich da halt nochmal wieder reingucke in Ark Survival Evolved. Das habe ich damals mal gespielt. Aber alleine ist das ja schon ein bisschen schwierig, ein bisschen langwierig. Da müsste ich echt ein bisschen dran rumbasteln an dem Server vorher. Müsste ich nochmal schauen. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich da nochmal anfangen will. Ich habe das damals so gesuchtet, das war schon ein bisschen. Aber die neuen Sachen kenne ich halt auch nicht, ne? Aber das ist auch dementsprechend wieder schwieriger dann halt, weil ich kenne nur die ersten beiden Welten. Ne, die ersten drei Welten, glaube ich, waren das, ne? Oder? Ich bin mir nicht sicher. Habe ich mir mal angeguckt damals. Wobei das eine war, glaube ich, gemoddet. Bin mir nicht sicher. Müsste ich nochmal nachschauen. Oder, ja, wie gesagt, ne? No Man's Sky nochmal eine von den Varianten halt. Aber ich hätte gesagt, dass wir dann, wenn wir nochmal eine Staffel anfangen, wäre das dann wirklich für mich langsam die letzte Staffel von No Man's Sky. Weil wir sind schon ziemlich lange hier unterwegs. Und mir fällt langsam auch nicht mehr so viel ein. Und mal wieder bei Null anfangen. Irgendwann ist da, glaube ich, auch bei euch die Luft raus. Muss mal schauen. Wir haben noch ein paar andere Sachen, die ich mir auch gerne angucken würde. Vielleicht gucke ich da auch nochmal rein halt. Aber ich werde erstmal, wie gesagt, eine Episode. Ja, doch, eine Episode mache ich mal als Überbrückung noch dazwischen. Da kann ich dann mein altes Save nehmen. Wo habe ich es denn? Habe ich das hier noch? Das hier. Ja, ich glaube, das hier war das. Das war noch ein alter Spielstand noch. Da habe ich ja euch sozusagen dann hier das neue Update hatten wir ja reingeguckt. Da könnte ich nochmal reingucken, als Überbrückung. Das wäre halt hier der Spielstand, glaube ich, von. Das wäre dann der Anfang von Staffel 4, wenn wir das machen wollen würden. Eine Episode hätte ich da sogar noch. Da hätte ich aber schon viel. Und ich wüsste nicht mehr genau, was man da noch machen könnte, weil wir haben die Story durch. Wir haben die Nebenstory soweit durchgeprügelt. Und da wüsste ich langsam nicht mehr, was man da machen könnte. Wir könnten halt noch ein bisschen Blödsinn probieren. Das wäre so das Einzige, was mir da noch einfallen würde. Das wäre dann aber auch nicht mehr so lange. Mal schauen. Ja, wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr noch was reinschreiben würdet oder so. Ich überlege mir auch noch was. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Das war das tragische Ende von Permadeath. Sehr unspektakulär. Im Grunde genommen wie ein Hund davongelaufen. Und auf dem Berg explodiert. Macht's gut, bis dahin. Ciao.